So, ganz herzlich willkommen zu einem neuen Unboxing. Ich habe mir was bestellt und zwar hatte ich bei... Die Adresse kann man lesen. Das ist natürlich schlecht. Durchpixeln ist nicht schlimm. Dreh es um. Ich habe mir das mal bestellt und zwar habe ich nachts bei Facebook mal was gesehen und zwar Feuerwehr. Das ist eigentlich nicht schlecht, das Zeug. Also hat mir sehr gut gefallen. Für euch vielleicht als Geschenktipp. Oder so wie ich, wenn ihr das selber braucht oder benötigt oder mal haben wollt oder mal sehen wollt, bestellt euch das hier. Adresse brauche ich in der Emblem, Feuerwehr. Das ist die Adresse von der Firma. Und ja, das ist eigentlich nicht schlecht. Das heißt, die machen aus alten Feuerwehrschläuchen, aus ausfunktionierten Feuerwehrschläuchen, machen. Achso, hier ist ja ein Dings zum Öffnen. Machen die quasi neue Sachen und. Tolle Portemonnaies und boah, geil. Na, wir gucken einfach mal. Portemonnaies und Taschen und alles Mögliche und vielleicht für die Kinder oder für eure Kinder so Federtaschen. Ich weiß nicht, ob ihr das noch kennt von früher. Die normale Federtasche sieht also etwas größer aus als das hier. Ja, dann kann man so Stifte reintun. Richtig geiles Zeug. So, und dann gucken wir mal. Hier ist natürlich erstmal das Portemonnaie. Hier, das sind alles Unikate. Das heißt, das, was ihr hier seht, gibt es also nur einmal mit dieser Ausschrift. Das war also früher mal ein Feuerwehrschlauch. Gucken wir gleich mal rein. Gucken wir mal rein, was hier noch drin ist. Unikate, sag ich doch. Unikate aus Feuerwehrschlauch. Hier ist der. Tschüss. Unikate aus Feuerwehrschlauch. Mal sehen, was hier so drin ist. Das Material erhellen. Aha, so sieht also das Lager aus vom Feuerwehr. Und wie gesagt, die machen halt, aber wie gesagt, was soll bei so einem Feuerwehrschlauch passieren? Den könnt ihr ja überall hinschmeißen. Ich glaube, wir gucken uns das gleich nochmal an, Richtung Verarbeitung und so weiter. Einzigartige Einsatzspuren, genau. Also ihr wisst, also dieser Schlauch hat auf jeden Fall mal im Dreck gelegen. Qualität hat das Ding, Funktion soll auch gewährleistet sein. Gucken wir uns gleich nochmal an. Ja, und wie gesagt, in die Karte, hier gibt es halt Taschen und so weiter. Ach so, das wird also von dem Mitarbeiter anscheinend mit einer Schere ausgeschnitten hier aus dem Schlauch. Dann hier was drum genäht, damit das nicht ausfranst. Gibt es natürlich auch als Gürtel das Ganze. Sieht dann also quasi aus wie so ein Schlauch und der hat hier Fransen an der Seite, die man auch bedenkenlos abschneiden kann. Habe ich mir schon angeguckt. Ich glaube, so ein Gürtel kostet auch ein wenig Geld. Ja, zum Geld kommen wir dann am Ende des Videos. Unsere Produktion nachhaltig, super, toll. So, dann machen wir das mal beiseite. Wir gucken uns das mal an. So, ja, das soll wahrscheinlich irgendwas heißen. Ich glaube, das sollte mal. Also, es ist ein abgewetztes P-Prüfnummer. Steht eigentlich meistens auf dem Feuerwehrschlauch drauf. Ja, aber schick. Und ich hätte eigentlich. Also, ich habe jetzt auch so eins von der Größe ungefähr. Mal gucken, ob das hier hinhaut. So, dann machen wir das schon mal auf. Das sieht sehr hochwertig aus hier. Das Leder, was hier benutzt wurde. Schön gestickt hier. Genäht. Ja, vielleicht könnt ihr das mal sehen. Ja. Ist mäßig genäht. Also ich würde jetzt nicht sagen High-End, aber ist schon ordentlich gemacht. Ne? So, was haben wir hier schönes drin? Feuerwehr. Weit, ach. Fred Weit. Fred heißt das gute Ding übrigens. Ach so, so sah der Schlauch mal aus. Ja, ist ja lustig. Sag ich doch. Aha. Oh. Wie aus dem raus. Bringt natürlich nicht. Prüfnummer. Das war also mal ein Stück Schlauch, würde ich mal sagen. Prüfer, hier fehlt ja bei P was. Naja, vielleicht ist es bloß ein Modell. Stück weg. So, also. Wie gesagt, hier könnt ihr die Geldkarten und sowas reintun. Und die Krankenkarte als Beispiel, Sparkasse, was auch immer, oder ADAC, wenn ihr da seid. Oder irgendein anderer Automobil, wenn wir keine Schleichwerbung machen. Und hier oben könnt ihr nochmal Karten reintun. Ich habe mir das Ganze schon mal angeguckt. Es gibt doch ein originales Feuerwehrvideo von dem Fred hier. Das setze ich unten mal in die Beschreibung rein. Ne? Ihr könnt auch, wenn ihr Fragen habt zu diesem Portemonnaie, könnt ihr gerne das in die Kommentare reinschreiben. Ich lese das immer und tue das beantworten, wenn ich das kann. Das ist kein Problem. So, und wie gesagt, hier oben könnt ihr nochmal Karten reintun. Ich habe mir schon angeguckt, wenn ihr die Karten nicht braucht. Kann ja sein, ihr habt Karten, die ihr nicht alltäglich braucht, was weiß ich, Imbiss oder was weiß ich, keine Ahnung, wo es überall Karten gibt, könnt ihr das Ding hier also abmachen und ja, könnt das weglegen. So, und ja, hier habt ihr das. Es ist keine Raketentechnik hier, es ist halt ein Portemonnaie. So,
hier ist nochmal, unsere Produkte sind in ökologischer und sozialer Hinsicht nachhaltig. Wir vermeiden Müll durch das Abrecycling von gebrauchten Feuerwehrschlauch und PVC-Plan. Ach so, eine Produktion findet in Europa unter fairen Bedingungen statt. Also Mindestlohn für alle, das ist schon mal gut. Na gut, Europa kann ja auch jede Menge sein. Naja, gut, man weiß. Ja, wie gesagt, Karten. Ihr habt da noch Platz für den Ausweis, nehme ich mal an. Obwohl ich den Ausweis. Aber ich sehe es doch eigentlich. Soll das so eine Klarsicht? Mal gucken. Also hier könnt ihr das Kleingeld reinwerfen. Das kriegt man auch nicht kaputt. Das ist so. Wie soll ich das sagen? Das ist eigentlich im Grunde genommen eine Folie, ja, eine PVC-Folie. Gibt was von LKW-Planen oder so, die sind natürlich ein bisschen dicker, aber hier, das ist, ich denke mal, das ist für die Ewigkeit gebaut hier, das kriegt man nicht kaputt, ne? Und auch wasserdichte, wie ich das sehe. Also man kann auch nicht durchgucken und das ist auch sehr, wie soll ich sagen, luftdicht. Also man fühlt das so, ne? Wenn das halt atmungsaktiv ist, kann man da prima durchlangen, aber hier, das ist dicht. Genau, und hier, man hat, Hilfe, nicht bewegen. So. Und ich habe gesehen, man kann natürlich auch hier einen normalen Ausweis reintun. Also ich habe auch noch einen normalen Ausweis, einen alten noch. Ach ne, hier oben. Den kann ich hier in die Tasche reintun. Das ist ja nicht schlecht. Ihr wisst ja, wenn ihr mal in der Kontrolle geratet, hier kommt der Ausweis rein. Ah, das müsste also passen. Und hier vorne halt den Führerschein und so weiter. Und wie gesagt, das Geld, ja, das war's schon mit dem Portemonnaie, ne? Und ja, jetzt kommen wir natürlich zum Preis. Es ist ein Startup. Ich biete mir einen aus Deutschland. Ich korrigiere das, falls es nicht stimmt. Deutschland. Hier irgendwo kommt es dann, falls es nicht stimmt. Wurde auch in Deutschland vertrieben. Gibt es auch schon eine ganze Weile. Ja, nun kommen wir natürlich zum Preis. Hier hat es sich also ein Mitarbeiter hingesetzt. Und ja, hat das, habt ihr ja gesehen in den Bildern hier. In den schönen Bildern hier. Aus dem Feuerwehrschlauch ausgeschnitten. Ja. Das gute Portemonnaie hier. Bloß mal als Vergleich, ich will das jetzt nicht schön reden, bloß mal als Vergleich, wenn ihr jetzt beim freundlichen Asiaten um die Ecke, der meistens in Einkaufsläden oder sonst wo, also da beziehe ich das immer. warte mal, ich kann euch das mal zeigen, ich habe das sogar einstecken. Mein Portemonnaie, ich habe also nie so ein typisches Männerportemonnaie, ich habe also eher ein größeres, wo halt alle möglichen Sachen drin sind. Na gut, das zeige ich jetzt vielleicht nicht. Ne? Und ja, das ist halt ein 0,15 Ding und was habe ich dafür bezahlt? Ich glaube 9 Euro oder 8 Euro. Und ja, ihr seht es ja selber, ne? Das hat man in der Einstecken, in der im Gebrauch. Und das wird euch mit dem Handy passieren, ne? Ich denke mal, das sieht auf jeden Fall cool aus und man hat immer eine coole Geschichte zum Erzählen, ne? Das darf man ja nie vergessen, ne? Ja, wie gesagt, ihr habt da auch das Kleingeld, aber das sieht halt alles schon so ausgefranst aus. Und hier, ja, das ist halt auch eher mau hier, ne? Das ist mir auch schon mal abgefallen. Ist aber nicht so schlimm. Wir hoffen ja, dass das jetzt besser wird mit dem Kleingeld-Dingsbums. Und ja, es ist an sich, man sagt jetzt zwar im Video, das ist schwer, also fühlt sich schwer an, aber ich finde, das ist, also im Gegensatz zu meinem, ist es jetzt nicht unbedingt linear, ne? Genau, ihr habt dann noch dieses Inlay, ne, falls ihr noch ein bisschen mehr habt, ne? Ja, zum Preis, ja, um auf den Preis zurückzukommen, wovon ich ja eigentlich schon die ganze Zeit rede, tut mir leid, falls das Video ein bisschen länger wird, ist ja nicht schlimm. Ich muss ja über meine 10 Minuten kommen wegen Werbung. Nee, Quatsch. Ja, der Preis für das gute Stück Portemonnaie hier sind 59 Euro. Machen wir eine lange Nummer draus, ne? 59 Euro. Ja, wie gesagt, wenn man so ein Portemonnaie kauft hier für 10 Euro, 6 Jahre, also ich glaube 6 Jahre hält das hier auf jeden Fall. Man hat immer eine Schule, eine coole, was habe ich gerade gesagt, eine Schule, eine coole Geschichte zum Erzählen. Ja, wie gesagt, es gibt hier noch Taschen, es gibt hier Rucksäcke oder für die Arbeit halt so eine Brottasche, sag ich mal, so eine Aktentasche für Lehrer. Gibt's alles wirklich, guckt es euch mal an. Feuerwehr.de ist der Link hier. Falls ihr noch eine Frage dazu habt, meldet euch und ja, das war's auch schon. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben. Ja, ich spare mir die Endcard dadurch, wenn ich das so zeige. Und wenn ihr eine Frage dazu habt, setzt es hier unten in die Kommentare, jetzt irgendwo kommentieren. Und wenn ihr das Video allgemein cool findet, ihr habt auf dem Kanal hier natürlich auch noch mehr Sachen. Allerlei, würde ich sagen, das ist rund querbeet. Dann drückt hier mal bitte auf Abonnieren hier unten irgendwo. Da ist ein roter Button und die Glocke aktivieren. Ihr kennt das Spiel, ne? Brauche ich euch nicht erzählen. Und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer Pixelhaufen.